Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einem weiteren Video, wo ich meine ehrliche Meinung über eine Convention abgeben werde. Ja, dieses Mal war ich auf der NovaCon in Güntersdorf im Shopping Center Nova Eventis gewesen. Das Nova Eventis ist eigentlich ein riesengroßes Einkaufszentrum, wahnsinnig weitläufig und der Austragungsort der Nova Convention. Die war dieses Jahr, wie ich gehört habe, zum allerersten Mal dort gewesen. Also dachte ich mir einfach, ey komm, das gucke ich mir einfach mal an. Kostet ja kein Eintritt, das muss ich dazu sagen. Es war eine Convention, für die du keinen Eintritt gezahlt hast. Normalerweise bezahlst du dich ja dumm und dusselig für die Tickets und auch wenn du irgendwelche Sondertickets haben möchtest mit VIP-Rechten und so. Das kostet alles massig Geld, aber dort war es so gewesen. Freier Eintritt. Hat sowohl positive als auch negative Seiten. Positive Seiten, verdammt viele Cosplayer waren da gewesen. Negative Seiten, es war natürlich ein frei zugängliches Shoppingcenter gewesen. Und da waren natürlich auch viele Leute dabei gewesen, die nichts mit Cosplayen am Hut haben und auch nichts mit solchen Veranstaltungen zu tun haben. Sagen wir einfach mal, es gab ein paar Besucher, das habe ich auch hier und dort dann auch am eigenen Leib erfahren. Es gab ein paar Leute, die halt absolut negativ eingestellt waren. Sagen wir einfach mal, von den ganzen Besuchern, die da gewesen sind, waren, sagen wir mal, 7-8%, die das jetzt nicht so gut fanden, was da passiert ist. Ne? Also, die haben sich schon negativ dagegen geäußert und es kann eventuell sein, dass dann halt nächstes Jahr keine NovaCon stattfindet, obwohl es bereits in den Startlöchern steht. Ich habe ja bereits gelesen, im Mai soll dann, also Mai nächsten Jahres, soll dann die nächste NovaCon stattfinden. Finde ich prima, finde ich klasse. Genau, also wie bereits gesagt, mit den ganzen negativen Leuten muss man mal schauen. Ich hatte jedenfalls meine Freude gehabt, meine Begleitung ebenfalls und ey, wieder gerne, ich komme wieder gerne vorbei. Ja, das Pickstory, das ist so ein Fotoatelier, beziehungsweise ein Fotostudio. Da kannst du halt selber dann rumknipsen und sich selbst in Szene setzen und so. Das hat wieder eröffnet, das war vorher bei Höfer am Brühl gewesen in Leipzig. Jetzt hat es dort beim Nova Eventis geöffnet. Und Cosplayer hatten 10% Rabatt gehabt. Also du hast quasi für eine halbe Stunde hast du dann quasi 10 Euro bezahlt pro Person, was vollkommen legitim ist. Und Cosplayer hatten einen Rabatt gehabt von 10%, haben wir natürlich gleich ausgenutzt, ein paar Fotos geschossen, fand ich klasse. Ich weiß nur nicht, ob das Angebot mit den 10% jetzt dann für immer ist oder halt jetzt nur einmalig. Ne, könnte sein, dass nur für die NovaCon war, dass da 10% Rabatt gewesen worden. Aber ey, ich find's gut, dass das Pickstory wieder da ist, dass man wieder ein paar geile Bilder schießen kann. Finde ich gut. Genau, es gab natürlich wieder viele geile Cosplayer, wirklich krass in Szene gesetzt. Es gab auch hier und da wieder ein paar Verkaufsstände, wo du was kaufen konntest. Merchandising, es gab aber auch Cosplay-Repair-Stationen, falls irgendwas bei deinem Cosplay kaputt geht. Man kennt das ja, irgendwelchen Leuten gibst du halt mal dein Schwert und dann hauen die das irgendwo dagegen, dann ist das Schwert kaputt und dann kannst du halt an so einer Station wieder reparieren. Finde ich klasse, sollte es häufiger mal geben. Genau, Merchandising, es hatten auch kleinere Verkäufer ihre Stände aufgehabt und es gab auch Stände, wo halt namhafte Cosplayer Autogramme verteilt haben und du konntest auch Autogramme jagen gehen und halt Bilder von denen kaufen, allerdings für einen gewissen Beitrag. Ja. Und es gab zwei Bühnen. Es gab auch die große Hauptbühne, wenn du den Haupteingang reingegangen bist. Da haben wir uns unter anderem so einen Coswalk angesehen, wo dann viele Cosplayer auf eine Bühne gelaufen sind. Das war ziemlich cool. Und so ein Massenshooting gemacht hatten. Und dann gab es halt noch High Five. Das war so eine Tanzgruppe gewesen. Von der war ich ja begeistert, also wirklich, wow, was die für Tänze drauf hatten, wirklich großen Respekt. Ich habe ja gehört, dass da aus gesundheitlichen Gründen nicht alle vollständig dort waren. Aber für das, was ich da gesehen habe, Respekt, also wirklich riesengroßen Respekt. Das war wirklich so, glaube ich, so ein Highlight mit gewesen. Auf der kleineren Bühne, da waren dann andere Sachen gewesen, wie zum Beispiel die eine, die habe ich ja mitgefilmt, die dann halt Tipps gibt wegen Fotografieren, was ich auch ziemlich interessant fand. Ja, okay, gut. Ich glaube eigentlich, alles bequatscht, was die bequatschen gab, bla bla bla. Es gab positive Leute, es gab
Leute, die negativ dagegen eingestellt haben, wie bei Sachsen, 5 bis 8%. Und bei 8%, man ist über Geschmacklässigkeit streiten. Manche Leuten gefällt es, manchen halt nicht. Und die 8%, ja gut, die wollten halt einfach nur ihren Wochenendeinkauf machen oder ihren Einkauf für den Anfang der Woche, meine Güte. Von dem her, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dann auch immer schockiert, so dann die ganzen Leute da zu sehen und man kommt nicht richtig vorbei. Natürlich kann euch da einerseits hineinversetzen, ja, ist natürlich ein bisschen blöd. Andererseits, wir reden vom Comic Park 2021. Die ganzen alten Leutchen, die fanden das klasse mit den ganzen Cosplays. Die fanden das richtig cool, von dem her. Aber gut, da habe ich auch keine negativen Leute getroffen. Ich habe viele, ich habe einfach nur positive Leute da gesehen. Aber jetzt nur bei Eventis, jetzt habe ich nochmal ein paar negative Leute da gesehen, die da negativ drüber eingestellt wurden. Aber meine Güte, das ist dann halt hoffentlich kein Beinbruch und ich hoffe wirklich, dass nächstes Jahr wieder die NovaCon stattfindet. Ich würde mich sehr freuen. Was für eine Punktzahl vergebe ich, das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Ich meine, ich fand sie gut, klar. Ist natürlich hier und da noch Luft nach oben. Comic Park hat alles richtig gemacht, Comic Park gibt es schon seit ein paar Jährchen. NovaCon war dieses Jahr zum allerersten Mal gewesen. Ja, ich möchte jetzt, das ist jetzt keine negative Bewertung, was ich abgebe. Die Punktzahl, die ich jetzt abgebe, ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich sag einfach nur, es ist noch Luft nach oben und mal gucken, was ich nächstes Jahr noch mache. Also mir hat das gut gefallen. Ich vergebe hier 6,5 Punkte. 6,5 Punkte, das sind gute, das sind gute, das ist über den Durchschnitt, das ist wirklich, das ist eine gute Punktzahl. Wow. Von dem her, super Convention, ich komme nächstes Jahr gerne wieder. Mal gucken, was sich nächstes Jahr einfallen lassen. Vielleicht vergebe ich nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Aber das ist, bis jetzt bin ich positiv drüber eingestellt. War eine tolle Erfahrung gewesen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wo ich mal wieder meine Meinung über eine Convention abgebe. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.